Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind JCC am Durchhasseln, mehr oder weniger jetzt endlich mal, ja. Gruppe C, letztes Video, ab Gruppe D werden wir alles in einem ganz langen Video machen, wie es Jay Gigolos unter anderem auch macht. Und ich weiß nicht, ob Jay es auch macht, keine Ahnung. Aber auch in einem langen Video werden wir uns das alles zusammengeben, damit wir ein bisschen durchhasseln können und ein bisschen aufholen können. Wir haben es bitter nötig, ja. Bewertung JCC, 16. Gruppe C haben wir jetzt am Start. Ich bin sehr gespannt, was er zu Jasper und zu Emma sagt. Gerade bei Emma bin ich sehr gespannt, weil Emma komplett rasiert hat. Jasper ist back gewesen. Rumina war auch strong, aber jetzt finde ich im Vergleich zu Jasper vielleicht noch auf einem einigermaßen selben Level, wobei ich Jasper auch mehr gefühlt habe, bin aber auch ein kleiner Jasper-Fan, aber einmal für mich war auf jeden Fall die Spitze in dieser Gruppe. Ich bin gespannt, wie das Voting war, was Julian zu den Leuten gesagt hat und das werden wir uns jetzt geben, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben schon mal da, falls es euch gefällt, hier mit am Start zu sein. Ich sage eigentlich nie am Anfang, lasst einen Daumen nach oben, da fühlt sich auch mega komisch an, Freunde. Scheiß drauf, gebt einen Daumen nach unten, let's go. Bitte nicht, gebt einen Daumen nach oben. Spaß. Alright. Wir sind bei. Also, my opinion: Tommy Köln raus und Rumina raus. Die Gruppe C der Corona. Wobei Rumina, ja. Naja, schwierig. Ich hätte Rumina gerne drin für Diversity ein bisschen. Davon ist es erstmal ein Dankeschön angebracht. Danke an jeden, der sich die Mühe gemacht hat, ein JCC-Intro zu gestalten. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist übrigens von Richard Richard oder Richard Richard. Ein Link zu seinem Kanal findet ihr in der Beschreibung. Hat Julian sich gerade bedankt? Für Leute, die sich Mühe gegeben haben? Hä? Romina wurde schlechter bewertet als Tommy Köln? Platz 1 diese Woche ist eine ziemliche Überraschung. Es ist nämlich Romina. Ach, Platz 1, Digga, ich bin auch ein Dulli. Ich lösch mich, Digga, ich lösch mich. Ja, sie war Platz 14 in der Qualifikation. Ich lösch mich einfach, Digga. Und diese Woche holt sie einfach die 1. Ich lösch mich. Romina kann singen. Sie hat den besten Gesang. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut bewertet war. Also, ich versuche bei meinen Reactions nicht so krass auf die Bewertung und so zu gucken. Und wenn, kann ich es mir eh nicht merken, weil ich dumm bin. Aber ich hätte echt gedacht, dass sie schlechter bewertet wird. Krass. Diese Woche. Sie scheppert da Töne aus ihrem Lauchkörper raus, bei denen ich mich frage, wie das überhaupt möglich ist. True. Der Anfang ist echt eine Ansage. Oh, Gänsehaut, ja. Okay, es freut mich, dass sie drin ist. Es freut mich, dass sie weiter ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut aufgenommen wird, von den Bewertungen her. Inhaltlich bringt sie wieder mal den heftigsten Schlag in die Fresse. Now I'm hitting all these blunts, cause I'm dead inside. Break me, tear me apart, fuck me, fuck with my heart. There's no trust in between a guy who wants to fuck and a girl who wants to trust someone. Dieses Lied besteht eigentlich nur aus Schmerz. Niederschmetterndster Song diese Woche. Außerdem bekommt sie 10% für das beste Video. Außerdem möchte ich noch sagen, dass ich mir die Lieder für die Bewertung ziemlich oft und intensiv reinziehe. Und das, was Romina hier fabriziert hat zu bewerten, war ungefähr so angenehm, wie in einem Swimmingpool zu planschen, der mit Fäkalien gefüllt ist. True. Ihre Gefühlswelt ist der absolute Horror. 10% extra für dieses traumatische Erlebnis. Krass. Ich bin, wie ich bin. Okay. Platz 4. Und nehme mich so, wie ich nun bin. Macht Sinn. Nicht ganz so überraschend ist Platz 4, nämlich Tommy Köln. Und Tommy Köln hat die beste Message diese Woche. Sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, ist Teil des Erwachsenwerdens. Und sein Lied ist eine Stärkung für komplex behaftete Menschen, wovon es unzählige gibt. Was den Rest angeht, so ist er stabil, aber leider nicht mehr als das. Der Song plätschert etwas unspektakulär und monoton vor sich hin. Trotzdem bringt er die positivste Atmosphäre diese Woche. Nachdem man sich Romina gegeben hat, ist Tommy Köln praktisch das Gegenmittel gegen dieses ganze Leid, was man sich da angehört hat. Balsam für die Seele dann ein bisschen. Trotzdem wäre es der nackte Wahnsinn, wenn Tommy Köln mal ein bisschen mehr abgehen würde. Ja. Vielleicht im nächsten Turnier. Das bin ich gespannt. Macht er jetzt so, dass Emma die... Emma müsste jetzt die 2 sein. Oder ist Jasper vor ihm gewesen? Ich finde es actually cool, dass Julian die Bewertung gerade ein bisschen dreht, dass man nicht direkt weiß, wer wer ist. Ich bin echt gespannt, was er sagt. Er macht es echt spannend gerade. Das finde ich cool. Props an Julian.
Wer hätte das gedacht? Maiseb und Jasper kämpfen um Platz 2. Spannung ist leider nicht wirklich vorhanden, weil es ziemlich eindeutig ist, wer hier das Rennen macht. Aber wir tun einfach mal so, als ob. Ich weiß es halt echt nicht. Ich habe nicht auf die Likes, Dislikes geguckt. Aber Jasper hatte glaube ich, viele Likes. Maiseb ist der Typ, der hobbymäßig Beats zerstückelt. Okay, Jasper hatte 11.000 Likes. Das habe ich mir gemerkt gehabt. Das war das Einzige, was ich wusste. Das heißt, MI ist auf Platz 2. Im Wald verbuddelt, aber nicht ohne sie vorher noch ein bisschen zu würgen. Nice! Es ist diesmal alles verständlich und er geht am meisten in die Fresse. Wobei mich das Gefühl beschleicht, dass meine Kritik, was die Verständlichkeit seiner Quali angeht, dazu geführt hat, dass er sich etwas zurückgehalten hat diesmal. Jasper hat die beste Technik diese Woche. Kein Zweifel offen, Steinzeit-Epoche, Weißwein gesoffen, Steißwein gebrochen. Ja, gute Reime gehabt, true. Sehenswürdigkeit, lebenswürdig seid, Rewetüten ein, Hefemürbeteig. Stabile fünfsilbige. Maiseb hat den besten Double-Time diese Woche. Langsamer als beim letzten Mal, aber dafür verständlicher. Mhm. Jasper ist zwar kein Penner mehr und deswegen ist das genau genommen kein Penner-Swag, was er macht, aber er hat den besten Swag diese Woche. Würde ich mal aufgeben. Maiseb hat die am meisten abgehende Hook diese Woche. Ob es die beste ist, darüber kann man sich streiten, aber sie geht am meisten nach vorne. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Auch Jasper true, hat insgesamt die besten Lines. Deine Freundin frisst, als wäre sie vor einer Hinrichtung. Crack Flow, bin für Junks ein Seelenverwandter und ich schlag dir in die Fresse wie dein Pflegevater. Dafür hat Maiseb die Line mit der besten Aussage diese Woche. Mach mich auf Star, deine Mami bläst am U-Bahnhof. Fick Mythologie, jeder Nazi ist ein Hurensohn. Ich finde auch gut, dass Schönen sowas immer wieder jetzt hervorhebt. Nice! Geil! Hier nochmal alles auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommt Gruppe D und das sind Wavy Lady, Hogan the Young, Psycho und Nico Ritter. Die werden uns, wie gesagt, alle in einem Video geben, plus Bewertungsvideo, also wird ein sehr langes Video. Ich schätze so, keine Ahnung, 30, 40 Minuten halt. Dass man sich alles geben kann. In einem. Alright. Das werde ich mir jetzt nicht nochmal geben, sonst habe ich wieder Bad Feelings, Alter. Ja, aber sehr, sehr gute Bewertung, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass Romina auf der 1 ist. Ich hätte wirklich darauf gecallt, dass die JPB-Community Jasper weiterbringt, ja. Aber ich bin so sehr, ich bin zufrieden damit. Maiseb ist weiter, Romina ist weiter, die beiden sehr, sehr stark. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen gehabt, wäre Jasper weiter gewesen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Nice, Mann. Bis jetzt, das Turnier läuft gut. Es läuft gut, Freunde. Es läuft gut. Julian ist happy, wir sind happy. Mehr will ich doch gar nicht. Freunde, wie gesagt, ab Gruppe D jetzt. Alles in einem Video. Ich freue mich sehr drauf, dass wir ein bisschen abcatchen können. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen würdet. Endlich mal, danke. Und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, lasst gerne auch ein Abo da. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.